Und jetzt zum 78. Cup-Finale der Männer. FC Basel gegen Neuchâtel Xamax. Auf der einen Seite eine Art Wunschfinal, Deutschschweiz gegen Westschweiz. Auf der anderen Seite dann aber doch eine kleine einseitige Angelegenheit, wenn man so das Stärkenverhältnis an sich anschaut. Der FC Basel, Double-Gewinner, Titelverteidiger gegen Xamax, der den Cup überhaupt noch nie hat gewinnen konnte. Also Basel gegen Xamax mit dem Dani Wieler. Favorit gegen Außenseiter, das schon, aber auch Basel gegen Angstgegner. Alle Finalrundenteams hat der FCB in dieser Saison mindestens einmal geschlagen. Alle, nur Xamax nicht. Zwei Unentschieden und eine Niederlage, so lautet Basels magere Bilanz gegen Xamax. Und diese Bilanz nährte auch die Hoffnungen der fast 9000 Fans aus Neuenburg in der Höhle des Basler Löwen, der den Cupfinal als echtes Heimspiel bestreiten durfte. Favorit gegen Außenseiter, für Xamax war es der Höhepunkt der Saison. Und die Gäste hinterließen in diesem Fußballfest einen selbstbewussten ersten Eindruck. Mit Leandro, der allerdings von Smiljanic problemlos gebremst werden konnte. Boris Smiljanic, der den Vorzug vor Marco Zwissig gehalten hatte, als Partner von Murat Yakin. Basels Antwort mit Hakan Yakin und vor allem mit Timothée Atuba, Glanztat von ihm, aber auch von Xamax-Goalie Patrick Betoni, der erste Höhepunkt dieses 78. Cup-Finals. Jetzt war Basel im Spiel, schnürte den Gegner förmlich ein. Jiménez zusammen mit Chipperfield, der sah den freistehenden Huckel. Der FCB jubelte früh und wie. Benjamin Huckel, der einzige Basler in der Startelf des FCB. Chipperfield war entscheidend bei Basels Führungstreffer. Er behielt die Übersicht und er brachte seinen Mitspieler Huckel in beste Abschlussposition. Der Treffer war herrlich herauskombiniert gegen allerdings nachlässige Neuenburger. Und Xamax vom Pech gleich doppelt verfolgt. Huckel traf zwischen den Beinen von Betoni und Barea hindurch in der 13. Minute. Für die einen die Glücks-, für die anderen die Unglücksminute. Jetzt war der FCB in seinem Element. Mit Rossi und mit Hakan Yakin. Basel war sichtlich bemüht, den geschockten Neuenburgern den nächsten Schlag zu versetzen. Claude Riefs Mannschaft fand einfach den Tritt nicht. Die Fans versuchten zu helfen, so gut sie konnten. Mit kleinem Erfolg. Endlich wieder einmal stürmten die Weißen. Mfuti auf Alexandre Rey. Doch Pascal Zuberbühler wurde nicht besonders ernsthaft beunruhigt. Die Basler aber waren in dieser Phase überlegen und nutzten die schwache Abwehrleistung des Gegners aus. Chipperfield. Jiménez, 35. Minute, 2:0 für den Titelverteidiger. Hakan Yakin öffnete den Weg, Chipperfield und nun Offside oder nicht. Das Jiménez-Tor war wohl regulär. Die Xamax-Abwehr hatte dem Basler Fußballwirbel nichts entgegenzusetzen, schon gar keine Ordnung. So nach und nach wurde dieser Cupfinal zu einer Basler Solo-Vorstellung. Der Ball zirkulierte nach Belieben. Atuba, er gewann den Zweikampf gegen Mangane. Rossi kam nicht an den Ball, dafür Kollege Jiménez, 43. Minute, 3:0. Jiménez flog schon mal hinauf auf Wolke 7. Atuba diesmal als Vorbereiter über die starke linke Basler Seite und die zwei Argentinier sorgten im Strafraum für die große Unruhe. 3:0 zur Pause, was soll da noch schief gehen? Und auch der Gegner schien bereits zu resignieren, inklusive Präsident Gilbert Facchinetti. Auch nach der Pause sahen die 30.000 vor allem den FCB. Xamax fiel lediglich dadurch auf, dass Obliger hier beinahe ein Eigentor produziert hätte.
Spannung kam leider weiterhin keine auf. Heute war ein Klassenunterschied zwischen Basel und Xamax festzustellen. Rossi scheiterte hier am besten Neuenburger am Goalie Betoni. Nach einer Stunde begann der FC Basel mit Personalschonung. Schließlich bittet ja am nächsten Freitag er hier die Basler zum Meistertanz. Marcel Koller konnte in der Folge weiteren Anschauungsunterricht genießen, zu was der FCB in der Lage sein kann, wenn man ihn spielen lässt. Immer wieder bei Toni erstaunlich und positiv, dass dem das Lachen noch nicht vergangen war. Xamax brachte weiterhin kein Bein vors andere, wurde förmlich demontiert. Nach 65 Minuten das 4:0 durch den Captain Murat Yakin. Wenn es noch bei irgendeinem Basler Zweifel gab, jetzt waren sie endgültig beseitigt. Erneut erwies sich das Abwehrverhalten der Neuenburger als Schwachpunkt Nummer 1. Der FCB hatte noch nicht genug und zeigte vor allem kein Mitleid mit dem, man muss es sagen, früheren Angstgegner. Smiljanić, 77. Minute, 5:0. Vor einem Jahr mit GC hatte er mit einem Handspiel die Niederlage mitverursacht. Dieses Tor war Balsam auf die angeknackste Cup-Finalsehne. Der arme Patrick Betoni, er konnte einem wirklich leid tun. Und seine Leidenszeit war noch nicht zu Ende. Seine Vorderleute hatten sich endgültig aufgegeben. Dem FCB war es egal. Esposito. Auf Barberis. Nach 83 Minuten fiel das 6:0. Xamax wurde nicht nur geschlagen, Xamax wurde gedemütigt. 7 Basler Ballkontakte und die Gegner hatten nur zugeschaut. Dann beendete Schiedsrichter Rogalla diesen einseitigsten Cup-Final seit langem. Jetzt erst begann für Zuberbühler die bewegungsintensivste Zeit. Xamax war heute schlicht chancenlos. Re und Co. enttäuschten auf der ganzen Linie. Der FCB aber hat den ersten seiner beiden Titel aus dem Vorjahr souverän verteidigt.